So, weiter geht's mit ein paar Doppelkämpfen und ich sehe schon wieder einen Knackrak. Halleluja. Also, Knackrak, Milotic, Lucario. Togekiss, Krippok und Roserade. Roserade habe ich lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. So, Doppelkämpfe. Was können wir in Doppelkämpfen machen? Oder wie können wir das am besten in Doppelkämpfen? Ich versuche mal das hier. Ein Doppel-Donnerwellen-Kombo. Und wen schicke ich noch in die Hinterhand? Stimmt, die beiden kann ich gut kombinieren. Weil dann kann nämlich Lamus ganz gemütlich Surfer einsetzen. Und wir befinden uns im Portal. Das Kolosseum habe ich relativ selten, glaube ich. Und in Schwarz-Weiß. Mit einer Sonnenbrille. So. Doppel-Donnerwellen-Combo. So. Donnerwelle. Mal sehen, ob daraus was wird jetzt. Ey, die haben fast gleich viel KP auf Level 50. Kay und Matze. Los. Eisblock und Steinklumpen. Macht Schockwellen. Und hinten befindet sich ein Rigigigas Tower, ein Magnezonengebäude, ein Toxiquack. Keine Ahnung, wie ich das Gebäude nennen soll. Tiefschlag. Nix da. Energieball auf. Ja, war mir klar. So. Jetzt Donnerwellen-Kombo! Wieder in Rage. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zweimal auf große Rate geballert auszusehen. Nö. Ha! Doppel-Donnerwellen-Kombi. Beide paralysiert. So, Matze. Steinhagel. Du machst Eisstrahl auf große Rate. So, und so kann sich das Blatt schon ein bisschen wenden. Beide defensiven Pokémon stehen noch. Gegner, beide paralysiert. Das sieht richtig lustig aus. Mal sehen, was der Gegner jetzt mit dieser neuen Situation anstellt. Na komm, Gegner, lass dir was einfallen. Auf, komm. Hopp, hopp, hopp. Oh, er macht eine Wechseltaktik. Er zieht seine beiden paralysierten Pokémon, oder eins davon zumindest, schon mal zurück. Milotic. Und er versucht es mit Tiefschlag. Und du meinst jetzt, du besiegst jetzt damit meinen Rigirock. Steinhagel! Und Milotic kriegt's voll auf den Kopf. Milotic ist selber sehr defensiv ausgelegt. Komm, frier es ein, das wäre so schön. Wäre sein Wechsel so kacke gewesen. So, jetzt Heißorb. Nee, Genesung. Genesung, Überreste. So, Matze, da ich nicht rechne, dass du nochmal zum Zug kommst, versuche ich es mit Erholung. Und du machst gerade nochmal Donnerwelle. Ist mir egal, ob Milotic seinen Status-Booster durchkriegt. Den pushe ich mir notfalls weg und mache dann 2 gegen 1. Also reiß erstmal die gegnerischen Pokémon weg. So, mal sehen, was er jetzt auffährt. Ja, genau, Regeist, dance zu dem Beat dieser Map. Stimmt, ihr habt ja eine andere Musik als die hier. Voll vergessen. Dicktree Tower dahinter. Schutzschild! Warum hast du Schutzschild? Schattenstoß.
Der versucht echt? Du versuchst wirklich mit einem Schandstoß Ricky Rock zum Fall zu bringen. Also jetzt mal. Das ist so ein Ding von dem, was ich nicht glauben will. Schützt sich selbst. Ja, von mir aus kannst du dich selber schützen. Nächste Runde wird es nichts mehr mit selber schützen. Schnarcher! Auf Melotic, weil andere kann ich nicht attackieren damit. Und Donnerwelle auf Melotic. Gleich hast du drei paralysierte Pokémon, außer du wechselst auf dein altes paralysiertes Pokémon, das ich wieder mit Rom mit Eisstrahl attackieren werde und du dann wieder wechseln würdest und das ein endlicher Kreislauf wird. Ich nur noch Scheiße laber. Nein, er zieht Krypok zurück. Holst jetzt Roserade wieder raus? Nee, Lucario. Und Melotic, Hydropumpe auf Regirock. Na, die Defensive von Regirock ist gut genug. Schnarcher! Und Donnerwelle! So. Ich bin jetzt gespannt, ob er versucht, Nahkampf zu machen. Auf meinen Rickeis. Schnarcher, Melotic. Okay, du machst wieder Donnerwelle. Wie so üblich. Weiß nicht, auf was Lucario ausgelegt ist. Wenn es Nahkampf machen würde, wäre ich sogar dafür, mit Kay Counter einzusetzen. Aber da ich das nicht abschätzen kann so gut, jetzt paralysiere ich ihn lieber. Und lass den Rest den anderen beiden. Nahkampf, ach, wie gedacht. Und. Down, schade. Gut. Mal sehen, ob wir das andere abhalten können oder ob das jetzt auch so endet. Mal sehen, ob du zurücksteigst oder paralysiert bist. Ist paralysiert. Yes, sir. Ein Pokémon mehr, was den Gegner erstmal aufhalten wird. So. Matze, Donnerwelle, Lucario, auch wenn du nicht mehr dazu kommen würdest. Du machst Gedankengut. Mal sehen, ob das klappt hier. Wieder ein zerrender Kampf. Naja. Aber bisher noch nicht so zerrend wie der im letzten Video. Echt gespannt, was er macht. Ich habe aber noch nie mit der defensiven Taktik, Doppelkämpfe ausgetragen. Also nur defensiv. Aurasphäre. Gut. Damit hätten wir den Gegner zumindest schon mal, kurzzeitig aufgehalten. Jetzt kommt Toxin oder sowas, denke ich, von Melotic. Ich denke es einfach mal. Kraftreserve. Käfer. So. Gut. Claudi, du bist dran. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, was ich vorhab. So, ich will jetzt überlegen, schon angreifen oder erst noch lassen. Wo ich baller jetzt erstmal auf Lucario. Ja. Einfach mal volle Angriffsmacht.
Dadurch, dass Cloudy H2O-Absorber hat, bekommt es sogar KP zurück, wenn es jetzt Schaden durch die Surfer-Attacke erleiden sollte. Finsteraura? Autsch. Bitte nicht zurückschrecken. Was? Retourkutsche! Surfer. H2O-Absorber. Und wumm, trifft dich ein kleiner Surfer. Kraftreserve, scheinbar ist es Elektro. In der Formelotik denke ich mal erstmal, es geht weniger Gefahr aus. Jetzt gucken wir erstmal, was er reinholt. Weil alle seine Pokémon sind paralysiert, das heißt, ich habe sowieso Erstschlag. Also seine restlichen. Die Wassermacht steht vor dir. Roserade. Na. So. Wechseln wir auf Blizzard. Und Psychokinese. Ah ne, Roserade hat ja nichts. Stimmt. Egal. Versuchen wir es trotzdem mit Angriffsmacht, weil umso länger ich das rauszögere, umso mehr Schaden kann ich von dem Roserade kassieren. Bin schon gespannt, auf wen er gehen wird. Weil beide kann er nicht besiegen. Roserade kann ich schon nur Doppelangriff. Lamus. Komm, Lamus. Ah, schade. So, jetzt muss der Blizzard sitzen, dann hab ich's. Blizzard! Ich denke irgendwie nett, weil der Schaden nämlich aufgeteilt wird. Okay, den Kampf werde ich verlieren. Na, auf jeden Fall werde ich den verlieren. Roserade wird mich jetzt besiegen, auf jeden Fall. Zack und tschüss. Schade, schade. Man kann nicht alles gewinnen. Vor allem in der defensiven Taktik im Doppelkampf. Habe ich nie gute Erfahrungen bisher gemacht. Gut, mal gucken, ob wir den Trainerpass abstauben können, weil ich habe nämlich so einen Verdacht bei Roserade. Was für ein Effekt da drinnen hätte sein können. Erneut kämpfen, nein. Freundespass. Hä? Okay. Schade, ich hätte gedacht, ich kann ihn mir mal angucken, weil ich habe gedacht, ich glaube, der hat nämlich innere Kraft oder wie das heißt, heilen durch Austausch. Ich kann nicht mal einen Schluck trinken. Ich wollte gerade zur Flasche ansetzen, damit ich mal während der Wartezeit schnell mal einen Schluck trinken kann, weil die eh immer dauert. Und ich komme nicht dazu. Ich trinke aber trotzdem jetzt. So, Hi Knackrack, Hi Bronzong, Hi Relaxo, Hi Porygon Z, Hi Farbigel, Hi Metacross. Ich habe definitiv keine Ahnung, wie ich gegen dich spielen soll. Ich versuche mal die Taktik von vorhin jetzt nochmal. So. Lege nehme ich mit. Und. Okay, nehme ich mit. Fertig aus. So, ich muss was trinken, ganz ehrlich. Ich spiele mit dir. Bin noch Anfänger. Ja. Oh, Bronzong und Farbigel. Ganz ehrlich, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Säurepanzer. Ich versuche jetzt den ersten Zug defensiv zu bleiben und gar nicht anzugreifen. Ich weiß nicht, ich habe so ein dumpfes Gefühl. Farbigel und Bronzong, das gibt mir irgendwie so ein ganz, ganz mulmiges Gefühl.
Mogelhieb. Ja. Ja, mein Haupt-Pokémon kommt ja dazu, das einzusetzen, was er einsetzen soll. Gyroball, nicht sehr effektiv. Wo ich auch immer jetzt keine Taktik drin sehe bisher. So, ich überlege gerade, ob ich jetzt angreifen oder defen, def erhöhen soll. Ich greife an. Bronzong. Und du machst einen Surfer. Mal sehen, was dabei rauskommt. Und H2O-Absorber ist eigentlich nicht schlecht, eine Combo aufzustellen, nur... ist keine Ahnung. Schutzschild. Machst jetzt Explosionstaktik. Mal sehen, ob es das wird, hä? So, der erste Treffer hat gesessen. Setzt Surfer ein. Schützt dich selbst. Aquana kriegt ein paar KP dazu. Und komm, du reißt das Bronzong jetzt in den Tod. Komm. Was? Nein, Bronzong überlebt es ganz knapp. Jetzt Explosion, Explosion, wa? War klar. Oh, und Aquana kriegt den Volltreffer. Beide sind down. Du bist Kacke-Gegner, weißt du das? Wahrscheinlich mit Metacross jetzt dieselbe Taktik. First Strike rausholen und ja, es ist Fokusgurt und Fotokursbänder damit zerstören und dann Explosion. Weil Farbigel alles lernen kann. Hm. Gut. Komm, hol Metacross raus. Ich weiß, dass du es dabei hast. Nee, er hat Relaxo. Relaxo kann Finale lernen, nebenbei. Also es kann sich auch in die Luft jagen. So. Ich versuch's jetzt mal mit Erdbeben. Oder. Machen wir mal Konfusstrahl auf das Farbigel. Und... obwohl, nee, ich mach's anders da. Ich mach Konfusstrahl auf das Relaxo. Und greife das Farbigel an. Ich hatte eigentlich vor, jetzt Schutzschild-Erdbeben-Kombination zu machen. Abgangsbund. Also das Vieh ist wirklich nur auf diese Combo aus. Ja, ist das mit... ja, mit der Zerstörung und so weiter. Ganz ehrlich, ich überlege gerade, ob das Farbigel überhaupt in der Lage ist, außer mit Mogelhieb anzugreifen. Deswegen, ich ignoriere das Farbigel jetzt mal. Einfach ignorieren. Obwohl, nicht. Ich ignoriere es nicht. Ich mache jetzt eine Donnerwelle auf das Farbigel. Damit es mich in der Abgangsbund nicht mehr in die Falle locken kann, weil Farbigel ist schneller als meine beiden Pokémon. Notsituation. Okay, so kann man es auch machen. Auf jeden Fall bist du jetzt nicht mehr in der Lage, mir den Kill wegzunehmen. So, zack, zack, zack. Mal einen Schlag auf die Eier. Es ist verwirrt. Hat sich wieder selbst verletzt. So. Du greifst jetzt beide an mit Erdbeben. Du machst Schutzschild.
kriegst auch nochmal ein bisschen KP dazu. Und vielleicht sind wir dann auch noch kurz vorm letzten Gegner. Das Fab-Igel kann mir zumindest nicht mehr gefährlich werden mit Abgangsbund. Schild. Und Erdbeben. Es schützt sich selbst. Und was? Gut, Fab-Igel, du bist down. Dein Relaxo scheint dich wirklich überhaupt nicht zu mögen. Nur ganz, ganz nebenbei so. Ganz kleines, klein nebenbei erwähnt. Und Metacross, das Pokémon, was ich erwartet habe. So, jetzt muss ich was herausfinden. Wie schnell bist du denn? Bericht. 61. Okay, René ist langsamer. Das ist, trifft sich gut. Weil ich werde jetzt auch... Oder? Nee, ich werde Erdbeben machen. Und versuchen, noch Metacross zu paralysieren. Oder... Ich mach erstmal Schutzschild, weil ich erwarte einen Patronenhieb von dem Gegner. Also erwarte ich zumindest vom Metacross, dass er jetzt Patronenhieb auf mein Rickeis machen würde. Warum hast du Erstschlag? Dein Relaxo war wirklich eine große Hilfe. Nee, du hast Sternenhieb. Au, Erdbeben! Zack! Okay, also versuchst mit Sternenhieb jetzt meinen Rickeis auszuschalten. Gut, schmal Konfusstrahl und Donnerwelle. Mal sehen, ob ich noch dazu komme, beides einzusetzen. Nein, Metacross ist schneller. Bums. Das heißt jetzt Zwirfinst versus Metacross. Das finale Duell. Konfusstrahl. Es wurde verwirrt. So. Ein One-on-One. So, jetzt zeig mal, was du kannst. Sternhieb. Oh, komm. Halt durch, René. Och. Lucky Day. Ganz ehrlich. Manchmal wünschte man, dass Volltreffer echt gar nicht existieren. Du hast Glück gehabt, Junge. Wir gar nicht wissen, wie es ausgegangen wäre, wenn dein Volltreffer nicht gekommen wäre. Erneut kämpfen? Nein. Ich will mal trotzdem gucken, ob du einen Trainerpass rausrückst. Wir gucken uns den noch an und dann war's das für die Doppelkämpfe für dieses Mal. Ärgerlich. So, da sind wir nun bei unserem jungen Herrn. Und was ich schon mal gleich anmerken kann, das Fab-Igel ist gecheatet. Zumindest behaupte ich das jetzt mal ganz, ganz doof. Ich kann euch vielleicht auch erklären, warum. Wenn ich da irgendwo falsch liege und jemand das weiß, kann er mich berichtigen, weil ich habe Fab-Igel nie gezüchtet. Ganz nebenbei. Soweit ich weiß, kann Fab-Igel auf Level 17 noch nicht so oft diese Attacke erlernen, dass er das jetzt viermal hätte. Aber was mir gerade einfällt, der Attackenverhelfer. Ich weiß nicht, ob der Attackenverhelfer Nachahmer nochmal beibringen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt mal blöd gesagt, normalerweise kann er auf Level 17 nicht diese vier Attacken haben. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwie falsch liege, kann man mich auch korrigieren, weil Fab-Igel... Fab-Igel habe ich bisher nie trainiert, nie gelevelt, nie. Echtes Pokémon, ich finde das einfach... Man kann zwar alle Attacken dem beibringen, aber... Es ist einfach für mich kein Pokémon für den Kampf. Das ist wirklich nur, ja, Lückenfüller, weil ich jetzt bestimmte Attacken jetzt auf einem einzigsten Pokémon brauche. Ja,
Das sieht man auch an den Attacken. Das Pokémon könnte keins besiegen. So ganz nebenbei. Gut, zu Metagross. Jetzt hoffentlich wird es mal ein bisschen... Ja, Großlinse, genauso wie bei mir. Was Metagross? Explosion. Er hat Bebenschutzschild. Also, wie ich es gesagt habe, der hat seine Pokémon auf Explosion ausgelegt. Ich guck auch da mal, aus welchem Land der Trainer stammt. Wahrscheinlich eh wieder Japan, sowas. Lebensorb und wahrscheinlich... Ja, mit Anpassung oder mit Download? Download. Warum nie mit Anpassung? Ich werde euch, erst wenn ich da mal irgendwann dran denke, werde ich euch mal diese Kombo mit Porygon 2 zeigen. Das wird, das ist übel. Fertig aus. So, Knallkrack, gut, dann fahr Erdbeben, Drachenlauf, Schaufler. Schaufler. Okay. Achso, wegen Erdbeben, damit er sich unter der Erde verschanzen kann, auch notfalls. Ja, okay. So, Relaxo, kannst du Finale? Ne, kannst du nicht, aber es kann sich in die Luft jagen. Okay. Moranbeere? Hab ich gar nicht geguckt. Ja, Moranbeere. Und du, Hitzeschutz. Du könntest von Erdbeben getroffen werden, weil du keinen Schweber hast. Mhm. Ja. Zur Verteidigung, ja, stark, Angriff stark, Bizarraum, Gyroball, Explosion, Schutzschild. Gut, und das war's schon. Ich guck mir den Trainerpass jetzt nochmal von der Rückseite an. Osaka. Osaka, ich muss jetzt an Azumanga Daioh denken. Wer den Anime kennt, das ist schon lustig. So. Ich überlege gerade, ob ich noch was zu sagen habe. Ja. Das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal.